Heute packen wir ein mega cooles Kartenspiel aus, und zwar das Knock Dinner. Und oh mein Gott, sieht es richtig schön aus. Ich bin super gespannt drauf. Ich finde die Farben mega cool. Ich finde die Verpackung allein schon richtig, richtig schön. Ich würde sagen, wir holen das Ganze mal raus. Ich zeige euch hier mal ein paar Nahaufnahmen von der Schachtel. Ich finde, die sieht richtig, richtig cool aus. Vorne steht Knox Dinner drauf, Playing Cards, und dann hat man da so ein richtig schönes poppige Farben und so weiter. Auf der Rückseite sieht man die Farben vom Backdesign und an der Seite Knox Dinner und auf der anderen Seite auch Knox Dinner. Die ganze Verpackung ist in mega schönen Farben und so weiter. Also finde ich schon mal richtig cool. Ich würde sagen, wir kommen mal erstmal zu den Karten. Ich packe die mal aus. So. Die Karten sind nicht nochmal extra eingepackt, ich zeige es euch zuerst. Tada! Oh mein Gott. Das sind mega coole Karten. Ich liebe die Farben davon. Ich muss mir auf jeden Fall noch ein paar mehr Kartenspiele davon kaufen. Ich dachte mir, ich kaufe zum Test mal eins. Wenn es dann in Spielkartenshop zum Beispiel verfügbar sein wird, wäre natürlich super cool. Dann hole ich mir das nochmal. Übrigens, wer Bock hat auf andere Karten von Nock, könnt ihr super gerne bei Spielkartenshop vorbeischauen. Das ist an dieser Stelle ein bisschen Werbung. Ihr könnt meinen Code verwenden, #ValeriaMagic, und dann spart ihr, #ValeriaMagic, und dann spart ihr 8%. Ja, aber die Karten, ey, oh mein Gott. Ich zeige euch mal die Vorderseiten und alles in Detail nochmal. Also, let's go. Also, ich finde, die sehen hammergeil aus. Die Farben sehen ultra schön aus und die Qualität ist mega. Aber Knox sind halt allgemein mega, mega cool. Deswegen nichts anderes erwartet. Wir machen noch einmal Pharaoh Shuffle. Die riechen auch sehr schön. Geruch sehr schön. Perfekt. Na, bisschen schlecht geklappt. Aber oh mein Gott, ich liebe diese Farben. Ich kann es nur jedem empfehlen, dieses Kartenspiel zu holen. Ich finde, das sieht mega hübsch aus. Machen wir mit beiden Händen Fächer. Ich möchte euch ja noch die Vorderseiten zeigen. Also von daher, ja. Wir haben Standard Faces und die Joker sind halt nur ein bisschen anders da, wie man es von Nock gewohnt sind. Wie wir es von Nock gewohnt sind? Ja, doch, passt. Zwei Cocktails im Thema von Nock Dinner. Ist ja alles so restaurantmäßig gemacht. Ey, diese Verpackung einfach ultra sick. Mag ich. Ja, dann, sonst haben wir eigentlich nichts mehr. Das Ass ist so, minimal Playing Cards, alles so wie immer. Wahrscheinlich haben wir noch ein paar Zusatzkarten. Ja. Weiß nicht, ob das jetzt eine Zusatzkarte ist, aber wir haben eine Blankokarte und eine Double Becker. Mega, mega cool. Feiere ich sehr. Und zack. Krank. Also, ja, ich brauche, glaube ich, nicht viel weiter dazu zu sagen. Es ist halt, Blankokarte. Es ist halt einfach mega, mega cool. Schaut euch das hier an. Die Quali ist halt so, so gut von Nock. Ja, ich würde sagen, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das kleine Unboxing gefallen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ich feiere diese Karten. Ich kann sie jedem empfehlen. Nur 10 Euro und dafür super schön. Vor allem für Sommer jetzt mega. Ich mag die Verpackung auch extrem. Ich glaube, in der Kartensammlung sieht es mega, mega gut aus. Also ja, das war's dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut.